So, da bin ich wieder. Immer wenn ich anfange zu reden, kommt die Katze hier rein. Ich verstehe das nicht, Maus. Ja. Ja, ist auch egal. Heute war ein eher langweiliger Tag. Ich habe gekocht. Dann viel gemacht habe ich heute nicht. Und das Laufband habe ich heute betätigt wieder. Und ich, wie ich aussehe, ja, Haare stehen. Ja, was soll's. Ich habe ja gestern diese Fragen oder Antworten, wie nennt man das nochmal? Lustige und sinnlose Lebensfragen vorgelesen und ich mache jetzt mal weiter heute. Das fand ich ganz interessant und lustig. Von daher, es muss sich ja auch kein Mensch dieses Video hier anschauen. Von daher ist ja so. Sind wir alle Allesfresser? Ist die Frage hier auf der zweiten Seite. Kommt drauf an, was er jetzt mit Allesfresser meint. Meint dieser Person jetzt Gegenstände, also Glas, Papier, Kunststoff, Metall, dann natürlich nicht. Aber sonst so, was man wirklich essen kann, das glaube ich schon, dass wir Allesfresser sind. Aber man muss nicht alles essen. Ne? Das steht der Lebensweg eines Menschen schon von Geburt an fest? Nein. Nein, nein, nein. Es kommt immer was dazwischen, was ungeplant ist, das ist klar. Stimmt es, dass wenn man beim Niesen die Augen offen hält, sie rausfallen können? Also ganz ehrlich, ich kann es mir nicht vorstellen, aber ich habe auch noch nie die, die Augen offen gelassen beim Niesen, glaube ich. Von daher. Und was hat das alles mit den Illuminaten zu tun? Und was hat das alles mit den Illuminaten zu tun? Das war die Frage. Klar, weiß ich nicht, was ich jetzt sagen soll. Verstehen Tiere Spaß? Wie gestern, ob die Humor empfinden? Ja, ich gehe ins Bett. Glaube ich nicht. Spaß. Verstehen Tiere Spaß? Keiner, glaube ich nicht. Von wo wussten die Menschen, wie man sich fortpflanzt? Tja, einer hat es vorgemacht und der andere hat es nachgemacht wahrscheinlich. Ja, vielleicht von den Affen stammen wir ja ab. Vielleicht, ja, irgendeiner hat es vorgemacht und der hat dann nachgemacht. Ne? Ja. Wann bin ich gewesen, ohne dass sich jemand an mich erinnert? Ja, weiter. Wann sterbe ich? Das weiß man zum Glück nicht. Ehrlich, das weiß man zum Glück wirklich nicht. Also ich möchte nicht wissen, wann ich sterbe. Nee. Stell dir mal vor, dann nur noch das sind noch 5 Tage, noch 10 Tage, noch. Nee. Wann sterben wir? Also erst wann sterbe ich, dann wann sterben wir? Keine Ahnung. Wann wird das Tote Meer begraben? Oh Gott. Morgen um 12 Uhr. Warum ist es so, wie es ist? Darum. Warum atmen wir Luft? Ja, weil damit wir irgendwas müssen wir ja atmen. Dann nehmen wir halt Luft. Um zu leben, ne? Warum behaupten viele Leute, dich zu kennen und kennen dich trotzdem kaum? Ja, weil man nicht alles preisgeben möchte, aber die glauben halt alles, was man. Andersrum. Also man sagt Leuten halt, das und das, aber so richtig in einem drinne ist man halt nur selber und von daher, genau. Warum bekommen Frauen ihre Tage? Tja, weil wir uns fortpflanzen. Nein, Spaß. Also, ja, warum kriegen wir die Tage? Ja, ja. Warum bin ich ein Junge und kein Mädchen? Tja, Schicksal, ne? Warum bin ich ein Mensch und nicht ein Tier? Tja, blöde Fragen, ja. Warum bin ich ein Mensch? Oh Gottes Willen, was soll man da antworten? Weil Gott es so wollte, aber das kann man ja auch nicht sagen. Schicksal. Warum bin ich gerade auf topster.de? Tja, weil du irgendwas suchen wolltest wahrscheinlich und da auf dieser Seite gerade bist.
Warum bin ich und nicht jemand anderes? Oh Gott, das... Ja, weil du bist. Warum bin ich nicht dunkelhäutig? Ja, wahrscheinlich, weil deine Eltern beide hellhäutig waren. Sind. Warum bin ich so, wie ich bin? Weil deine Eltern dich so erzogen haben und du deine Emotionen, alles, ja, du bist, wer du bist. Ja, warum? Keine Ahnung. Warum bin ich so schön? Ich weiß nicht. Ja, zeig mir mal ein Bild. Ich weiß nicht, ob du schön bist. Vielleicht bist du gar nicht so schön. Warum bist du geboren? Weil deine Mutter mit deinem Vater geschlafen hat oder deine Eltern miteinander geschlafen haben und dann Spermien ausgetauscht haben und zack, bist du entstanden. Dann hat deine Mutter dich zu Schmerzen wahrscheinlich zur Welt gebracht. Dann bist du geboren. Warum bist du du und ich? Darum. Warum brauchen manche Menschen Mittagsschlaf und andere nicht? Tja, manche arbeiten halt viel und brauchen halt den Nachmittagsschlaf oder sind halt noch sehr klein und verarbeiten andere Sachen noch schneller und brauchen dann halt, so dass sie Mittagsschlaf brauchen. Beispielsweise kleine Kinder brauchen ja Mittagsschlaf, so sagt man zumindest, ja, weil die so viel verarbeiten müssen, glaube ich. Warum brauchen wir Liebe? Oh, ja, um sich geborgen zu fühlen. Warum darf ein Mann in Kentucky sich in Abwesenheit seiner Frau keinen Hut kaufen? Darf man das nicht? Tja, die Frau hat die Rechte. Ob der Hut sitzt, gut aussieht oder nicht. Das ist Quatsch. Gut. Warum denke ich an ihn, obwohl er sich nicht verändert hat? Tja, wahrscheinlich bist du ein Mädchen. Nennt man das, was soll er sagen? Kannst dich loslassen wahrscheinlich, ne? Warum gehen wir auf Toilette? Oh Gott, bitte, Leute! Ja, weil das hier, was wir zu uns nehmen, wieder rauskommen muss. Muss ja, deswegen muss auch Toilette. Andere sind ja froh, dass sie hier eine Toilette haben. In anderen Ländern hat man nur nicht mal das. Warum geht man schwimmen? Ja, weil man das Wasser liebt und Sport machen möchte vielleicht oder sich einfach im Wasser wohlfühlt. Warum gewinnt ein Wahrsager nie im Lotto? Keine Ahnung. Frag den Wahrsager. Warum gibt es AIDS? Leider gibt es das. Warum es das gibt? Keine Ahnung. Gott, diese Frage. Leute, warum gibt es Erdbeben und Erdbeeren? Das ist total was anderes. Also wirklich. Ich dachte, ich stelle blöde Fragen manchmal, aber das ist ja noch blöder hier. Warum gibt es Geld? Ja. Irgendwann vor ein paar zig Millionen Jahren, tausende von Jahren gab es gar kein Geld, glaube ich. Da gab es, haben sie Tauschgeschäfte gemacht. Also, ich gebe dir hier das Parfüm und dafür kriege ich diese Schokolade beispielsweise. Und das ist dann einfacher mit Geld zu bezahlen. Warum gibt es Homosexualität? Tja, stell dir mal vor, es gäbe keine Homosexualität. Dann würden wir ja zig noch mehr Menschen sein auf der Welt. Und so ist es ja, ja, aber jeder muss doch den, die Menschen lieben. Es kann doch nicht immer sein, dass jemand, eine Frau, einen Mann liebt und andersrum. Es muss auch andere Menschen geben, die das gleiche Geschlecht lieben. Das muss einfach so sein. Ist halt so. So schön so. Warum gibt es hässliche und schöne Menschen? Das liegt ja immer im Auge des Betrachters, ob es wirklich abgrundtief hässliche Menschen gibt und abgrundtief wunderschöne, wunderschöne Menschen gibt, das liegt immer im Auge des Betrachters. Warum gibt es Jahreszeiten? Ja, weil es ja nicht immer heiß sein kann und nicht immer, ja, weil sich die Erde dreht. Genau. Warum gibt es Krieg, wenn wir alle von zwei Menschen abstammen? Tja, das ist eigentlich eine sehr, sehr gute Frage.
traurig, dass man das, ja. Warum gibt es König oder Präsidenten? Weil ein Land regiert werden muss. Warum gibt es Lebensfragen? Das frage ich mich auch. Warum gibt es Menschen mit braunen Haaren, aber keine mit grünen? Gibt es ja. Die man sich selbst dann färben kann. Ne? Aber sonst, tja, die Hormone des Menschen sagen, geben einen Preis, dass man, naja, egal. Egal. Warum gibt es Pflanzen? Warum gibt es Tag und Nacht? Warum gibt es Tiere? Warum gibt es Tierquäler? Warum gibt es Waffen? Warum gibt es Währungen, während wenn die Welt doch eh mal... Warum gibt es Währung, wenn die Welt doch eh mal nicht mehr sein wird? Wir sagten, dass es die Welt irgendwann mal nicht mehr gibt. Es kann ja auch sein, dass man, ja, dass die Welt irgendwann mal vielleicht diesen Klimawandel stoppen kann und dass es mal so bleibt, wie es ist. Dass das die Erde noch Milliarden von Jahren existiert, das weiß man ja nicht. Oh Gott, warum? Was hat man davon, gelebt zu haben? Das weiß man halt leider erst Ende des Lebens. Also wenn man am Sterbebett liegt, dann weiß man erst, was man davon gehabt hat, zu leben. Und genau. Ja, ich bin nicht mehr wach. Was ist Liebe eigentlich? Jemanden so zu akzeptieren, wie er ist, und jemanden zu vermissen, wenn er nicht da ist, ja, oder zumindest jemanden so sehr mögen, ja, das ist Liebe, glaube ich. Was ist der Sinn des Lebens? Was ist der Sinn von Sinn? Was ist die Wahrheit? Ja, die Wahrheit ist das, was wahr ist und nicht, was gelogen ist. Was ist die letzte Ziffer von Pi? Was ist ein pazifischer Paradigma? Was ist deine Frage? Fragezeichen, keine Ahnung. Ach Gott, ist das blöd hier. Warum ist die Liebe so kompliziert? Ist sie gar nicht. Man macht sie sich manchmal so kompliziert, sie ist aber gar nicht kompliziert. Hm. Warum ist... Hat das nicht schon gesagt? Warum ist eine runde Pizza in einer viereckigen Schachtel? Die ist, glaube ich, leichter so zu transportieren. Ja. Warum ist es nachts dunkler als tagsüber? Weil die Sonne untergeht und der Mond strahlt. Ja, es scheint. Ja, und deswegen ist es halt nachts dunkel. Weil die Sonne untergeht. Warum ist links links und nicht rechts und umgekehrt? Das weiß ich auch nicht. Warum ist man erst ein Kind und dann erst ein Erwachsener? Ja, wenn man erst geboren werden muss, dann wird man, ja, wenn man alt wird, dann ist man Erwachsener. Warum ist man manchmal ohne richtigen Grund traurig? Einfach die Gefühlslage eines Menschen, ja, ist manchmal so, manchmal weiß man gar nicht, warum man traurig ist, aber man ist einfach traurig. Man sieht einfach nur manchmal so einen Film, eine Serie oder einfach nur einen Beitrag und denkt dann, oh Gott, schade. Oder traurig ist man einfach dann. Warum ist man so müde, wenn man mal nicht geschlafen hat? Ja, weil jeder Mensch Schlaf zum Leben braucht. Wenn ich jetzt 3 Tage nicht geschlafen habe, denke ich auch, oh mein Gott, ja, langsam müsste ich aber langsam mal schlafen, ne? Warum ist nicht jeder gleich schlau? Tja, wüsste ich auch gerne. Ich will auch gerne so schlau sein wie mein Bruder beispielsweise. Aber, tja, manche Menschen sind halt nicht schlau. Oder nicht so schlau. Ja, das ist halt so. Es gibt ganz verschiedene Menschen. Keiner ist gleich. Von daher muss es auch nicht so schlaue Menschen geben. Warum ist unsere Hautfarbe nicht lila? Ja, weil wir keine Aliens sind.
Warum jammern die Menschen, wenn die Erde schmutzig ist, obwohl sie es doch selbst verschmutzen? Ja, das ist eine sehr, sehr, das stimmt. Leider, leider ist das ja wirklich so. Also was für Müll, beispielsweise war ich ja als Jugendlicher öfters mal in Norwegen oder in Spanien natürlich auch, Spanien besser, was da im Wasser rumgeschwommen ist damals. Jetzt ist es wirklich besser geworden, aber damals, was da rum? Also Kondome oder alles Plastiksachen, wirklich alles. Es lag da alles drin, ne? Und es war wirklich schon ekelhaft. Aber es hat sich jetzt gebessert. Warum kann ich nicht fliegen und die Vögel schon? Tja, weil die Flügel haben. Warum kann man nicht mit Gott reden? Tja, ob das Ding da oben gibt, ist ja immer dahingesagt, ne? Komm. Warum kann man sich bei Menschen nie sicher sein? Ja, kommt drauf an. Manchen Menschen kann man wirklich vertrauen. Es dauert halt seine Zeit, dass man denen vertrauen kann. Aber es gibt Menschen, denen kann man vertrauen. Doch. Entschuldigung, ich werde gerade angerufen, aber ich muss leider wegdrücken, weil ich jetzt keine Lust habe, mit dieser Person zu quatschen. Jetzt mach hinne. So. Warum kann man zu A nicht B sagen? Warum klebt alles Kleber überall bloß nicht auf der Innenseite der Tube? Weil alles Kleber, der Kleber in der Tube, der extra so eine Folie in der Tube hat, glaube ich. Und am Sauerstoff, wenn es rauskommt, dann erst klebt, glaube ich zumindest. Warum kommen bestimmte Dinge immer im falschen Moment? Tja, Schicksal. Warum kriegen wir ein schlechtes Gewissen? Tja, wenn wir etwas falsch gemacht haben und selber wissen, dass es nicht richtig ist. Warum können die Männer nicht so viel Schmerz ab wie Frauen? Es ist erwiesen. Tja, Männer. Tja, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Warum die Männer nicht so viel Schmerz... Ja, ich bin mal froh, ein Mann müsste ein Kind zur Welt bringen. Ich habe selber noch kein Kind zur Welt gebracht, aber ich habe schon viel davon gehört, dass es sehr schmerzhaft ist. Und Männer sind generell ein bisschen wehleidiger als wir Frauen. Von daher, genau. Warum können nur Menschen sprechen? Können nur Menschen sprechen? Weil Hunde sprechen ja auch oder Tiere sprechen ja auch in ihrer Sprache. Von daher, beispielsweise meine Vögel, die sprechen auch mit sich selbst. Ich verstehe sie nicht, aber untereinander verstehen sie sich ja. Von daher sprechen die ja auch. Warum können wir die Muttersprache am besten sprechen? Ja, da wir sie schon seit Kind an hören. Warum können wir nicht Gedanken lesen? Warum können Steine nicht wertvoller sein als Gold? Tja, weil sie nicht so schön aussehen vielleicht? Warum lassen wir uns von Bildern irritieren? Warum leben Frauen länger? Tja, besseres Immunsystem? Man weiß es nicht, man weiß es nicht. Warum leben wir? Haben wir eine bestimmte Aufgabe? Wo macht es alles einen Sinn? Das weiß ich nicht. Warum leiden Frauen mehr wie Männer? Das stimmt nicht. Warum lese ich mir diese Fragen durch? Das frage ich mich auch gerade. Weil viele werden jetzt denken, ja, die will Klicks haben oder die will halt die gleich 20 Minuten wegen nur dieser Scheißfragen. Aber es ist ja nicht so, dass ich jetzt Werbung schalte. Und ich schalte ja auf keinen Videos mehr Werbung. Von daher ist es jetzt auch nicht so, dass ich jetzt profitgeil wäre oder geldgeil. Einfach nur so, es macht nicht Spaß. Warum läuft keiner nackt herum, würde ich jetzt sagen, aber nur nackt. FKK-Strand sind schon nackte. Und
manche laufen noch in ihren Wohnungen nackt rum, aber halt draußen nicht, ne? Tja. Warum? Ja, der Charme, ne? Aber wenn beispielsweise, ich glaube, wenn es diese Adam und Eva gibt, ich glaube, wenn Eva, irgendwas war doch da mit dem Apfel oder so, ich war mir nicht ganz sicher. Lass es jetzt sein. Warum mache ich das gerade? Tja, das frage ich mich auch. Warum machen manche nicht das, was sie sollen? Tja, weil sie selbst entscheiden können, was sie möchten. Warum mag man einen anderen mehr als einen anderen? Ja, weil jemand vielleicht der, die Person sympathischer ist als die andere und der gleiche, jemand, weiß ich mein, wie nennt man, Entschuldigung, ja, einfach sympathischer ist. Gibt's ja solche Menschen, ne? So, warum muss der Mensch essen? Tja. Ja, um Vitamine zu bekommen, die er sonst nicht bekommt. Warum muss ich lügen? Musst du nicht. Warum muss ich pupsen? Ja, weil sonst die Gase im Körper bleiben und die eigentlich raus müssen. Warum muss man für den Besuch beim Heilseher einen Termin machen? Warum muss man schlafen? Weil der Körper zur Ruhe kommen muss. Und, ja, und ja, nicht nur denken immer, sondern auch mal, ja, abschalten. Warum muss man sterben? Ja, weil irgendwann mal alle Reserven des Körpers, ja, können nicht mehr immer. Weil die Lunge ist irgendwie mal, ja, den Geist, wird den Geist aufgeben, dass die Herz kann nicht immer pumpen. Irgendwann mal ist es soweit. Ist leider so. Warum muss wie Welt in unterschiedliche Sprachen eingeteilt sein? Warum muss wie Welt in unterschiedlichen Sprachen eingeteilt sein? Eigentlich heißt es ja, aber egal. So stand es da. Tja, schade eigentlich. Eigentlich wäre toll, wenn alle eine Sprache sprechen würden, aber leider ist es unterschiedlich. Aber so ist das Leben. So, ist gleich vorbei. Warum mögen Mädchen niedliche und kleine Sachen? Mögen sie das wirklich? Kommt drauf an, ne? Manche mögen auch so Jungs-Sachen, ne? Warum müssen Frauen die Kinder auf die Welt bringen? Stell dir mal vor, die Männer müssten das machen. Auch Göttchen, Mensch. Das schaffen die doch gar nicht. Nein. Warum müssen Menschen leben? Müssen sie nicht. Warum müssen Menschen was essen? Halt eben schon. Warum müssen wir niesen? Warum nimmt man durch Umliegen nicht ab? Ja, weil man sich nicht betätigt. Man liegt ja nur rum, macht ja nichts. Warum rauchen manche Menschen, stellen sich aber nie neben einem qualmenden Lagerfeuer? Warum rauchen manche Menschen, stellen sich aber nie neben ein qualmendes Lagerfeuer? Was ist das für eine Na klar, beispielsweise meine Eltern rauchen beide und die gehen trotzdem zum Osterfeuer. Warum riechen Füße und Nasen laufen? Muss beides nicht sein. Also manchmal riecht auch die Nase, manchmal laufen die Füße nicht, aber ja, weiß ich nicht. Warum rülpst man aus dem Mund und nicht woanders? Ja, wo soll das sonst wie heißt man das denn? Wenn man halt so viel Kohlensäure getrunken hat, wo soll das denn sonst raus? Aus der Nase? Aus den Ohren? Ist ja klar, es ist dann auf den schnellsten Weg und das ist halt die Speiseröhre wieder hoch. Warum sagen manche Menschen, dass schwarz und weiß keine Farbe ist? Keine Ahnung, weil ich finde schon als eine Farbe, aber gut, es ist keine Farbe, aber warum sagt man warum? Darum. Warum schreibt man nicht mehr in Hieroglyphen? Weil man die jetzige Schrift besser lesen kann, glaube ich. So, mein Lieben, ich höre auf. Das war's auch wirklich. Ich werde jetzt im Laufe der nächsten Monate keine diese blöden Fragen vorlesen oder ja, sinnlose Lebensweisheiten. Genau.
So, meine Lieben, morgen ist Freitag und dann werde ich mit meiner, werde ich zu meiner Mutter fahren, zu meinen Eltern, mein Gott, weil die ja morgen die neue Waschmaschine bekommen, die Miele, genau, und meine Mutter aber vorher einen Termin hat und die haben gesagt, die sind von in der Zeit von 11 bis 14 Uhr in der Zeit kommen sie. Meine Mutter ist aber eine halbe Stunde weg. Und nicht, dass sie dann genau in dieser halben Stunde kommen und ist keiner zu Hause. Deswegen fahre ich da morgen hin. Oder heute? Nee, morgen. Ich bin jetzt aber auch kaputti. Ich gehe jetzt ins Bett. 10 Geburts habe ich schon. Boah, krass, ne? Ich höre auf, meine Lieben. Ein wunderschönes Wochenende anfangen. Bis morgen. Tschüss.